Euch nehme ich natürlich auch mit. Hey, da was geht ab, Leute, Hong hier. Unterwegs beim Nest abchecken in meiner Umgebung, Uni. Ich habe gerade dank dem neuen Tracking-System mein Magnetil entdeckt. War nicht schlecht. Problem ist, ich bin jetzt bei den Pinakotheken. Ich habe keine Ahnung, welches Nest da ist, weil nur die Pokémon in der Nähe angezeigt werden. Also in der Nähe des Stops, nicht mehr die in der Nähe. Schauen wir mal. Kurze Unterbrechung, musste über die Straße. Also Pinakotheken waren bisher immer gute Nester. Megapla war davor jetzt. Vulkan, Vulpix, Pipi, Pummelhof, Shigi war sogar mal. Jetzt, keine Ahnung, Tracking zeigt nichts an. Nichts Außergewöhnliches. Nur die Stops halt. Ich schaue jetzt bei der Glyptothek vorbei. Oder Glyptothek, keine Ahnung wie das heißt. Da beim Königsplatz. Soll Glumanda-Nest sein. Wenn es die Magmas ersetzt hat, dann ist es echt saftig. Es wird bereits das erste Glumanda angezeigt. Glumanda jetzt nicht unbedingt interessant. Glurak war mein letztes Pokémon, das mir gefehlt hat. Ich bin fast 300 Kilometer mit dem gegangen. Jetzt brauche ich halt die Feuermedaille, also relativ uninteressant, ob es Glumanda oder Vulcano, Bonita, Magma ist. Okay, es werden 4 Glumandas gleichzeitig angezeigt. Mit dem neuen Tracker-System, also ich bin echt positiv überrascht. Schauen wir mal. Ja, es ist Glumanda. Wieso schmeiß ich echt Superwolf hin? Ich war gerade verwirrt. Und dabei ist direkt noch eins daneben, also. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade noch gesehen habt, aber da waren 4 Glumandas gleichzeitig. Echt krass hier. Also hier lohnt sich das neue Tracking-System auf jeden Fall. Echt kein Kommentar. Ich habe noch nie so viele Nest-Pokémon in einem Nest gesehen. Da sind, glaube ich, so 7 gleichzeitig dort. Noch eins. Der stärkste bisher. Ich habe gerade 3 gefangen oder so. Nicht mal aufgenommen. Oh mein Gott, der Wind! Hi! Es geht ab. Servus. Ich brauche noch. Du hast gerade richtig viele Glumandas verpasst. Ja, natürlich. Da waren sehr, sehr viele. Ja? Ja. Ich muss noch darunter. Ja, kein Problem. Ja, komm. Gehen wir zusammen. Ich habe anscheinend erstmal alle Glumandas gefarmt. Gepflückt. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die sich regenerieren, bis wieder neue kommen. Vielleicht hatte ich echt nur Glück und da waren es nicht immer 10 gleichzeitig da. Schauen wir mal. Geil. Ist wieder ein neues erschienen für mich. Schauen wir mal. Du bist aber so. Jetzt habe ich 80 Bomben. Aber ich habe noch schon. Nicht. Ich habe alle noch nicht weggeworfen. War es einfach ein bisschen drin. Und dann habe ich einen Dratini. Aber nur einen. Weißt du, was jetzt bei Hofgarten ist? Ja, also gestern in Hofgarten. Nein, heute. Weißt du, was heute jetzt da ist? Ach so. Was Neues? Ist Rosana. Rosana? Ja. Okay. Der Gruppe wird geschrieben, ja. Rosana ist ja aber schon ganz schnell. Jetzt niemand geht da. Doch, ich gehe. Ich brauche Eismedaille. Noch mehr Glumandas. Zu viele Glumandas. Wo ist dieser Junge? Ja, ein paar da, theoretisch. Ist der? Also nein, zwei. Siehst du ihn? Ich sehe ihn nicht. Hier, 5 Stück noch da. Hier, vielleicht fangen der mal. Fangen die. Ja.
Glumandas gibt es eine Menge. Da gibt es Tracking für Glumanda, aber für Dimi gibt es kein Tracking. Dimi, wo bist du? Wir haben Dimi endlich entdeckt. Wie immer richtig ineffizient. Alter! Echt das krasseste Nest, was ich glaube ich jemals gesehen habe. Echt zu viele Glumandas. Ich mache die Woche bestimmt noch, dieses Wochenende bestimmt noch die Feuermedaille voll. Ja, geil. Und auch ein Gosana-Spot, da habe ich schon zwei Gosanas gefangen. Ist auch eine schlechte Weißmedaille. Ja. Dimi ist am Start, Platz 3 ist sicher. Ja, barisch. Okay. Dimi, wie immer, ein bisschen langsam. Fängt jetzt erst die Glumandas. Aber da sind auch drei Leute. Die fangen auch irgendwas. Oh mein Gott, Mann, das ist bestimmt nicht Team Blau, Mann. Die waren eigentlich auch die ganze Zeit mit uns, also ich glaube nicht, dass die Glumanda gerade fangen. Blau. Oh, da. Zu gut, Mann. Zu gut. Und Lura geht heute schon noch, Mann. Ja, ja. Ja, geht auch. Normal bin ich immer mit ein paar Roten unterwegs. Das ist ja ein blauer Agent zerstört, aber heute bin ich mal mit zwei Blauen unterwegs. Das heißt, die rote Arena hier hält leider nicht mehr lange. Ja. Okay, was? Das ist ja 1,5, nicht schlimm. Ich streite mal. Besser als. Ich muss zu mit einer hier auch machen. Ja, weil er hier ein bisschen warten will und chillen will. Das ist dritte oder vierte Megapla, also hier ist glaube ich auch ein Megapla-Spot. Geflohen. Ja. Scheiße. Ganz scheiße. Zum Hofgarten. Es waren echt krass viele Glumandas. Schauen die Tage nochmal vorbei. Schaut auch vorbei, vielleicht sieht man sich. Noch ein Glumanda zum Abschied, bevor wir gehen. Wo ist das? Neben dem Goldbad, habt ihr schon? Nein. Neben dem Goldbad war eins. Echt? Ja. Achso, hier war es. Hier hast du es? Hier ist es, ja genau. Ja, neben dem Goldbad, ja. Geh mal. Achso, da ist es. Ja, ja. Ja, da ist es. Ich hab's. Ziemlich. Mein Gott. Direkt am Stop. Mhm. Meine Begleiter ziehen mich wieder mal runter. Oh mein Gott. Das war's wieder von uns und im Glumanda-Nest, da am Königsplatz, Club Tothek. Danach sind wir zum Hofgarten gegangen, aber nur ganz kurz und es war da auch schon spät und dunkel. Also Hofgarten kriegt dann nochmal eine eigene Folge, irgendwann im Verlauf der Woche wahrscheinlich. Fettes Glumanda-Nest, echt das krasseste Nest, das ich jemals gesehen habe. Schaut auf jeden Fall vorbei hier. Also abgesehen von dem, den hatte ich schon, sind das alles Glumandas, die ich gestern gefangen habe. Sogar einen in der Arena habe ich gerade. 18 Stück sind es, glaube ich, die ich gestern in 1,5 Stunden oder so gefangen habe. Richtig krasses Nest. Ich glaube, ich muss zweimal noch hingehen. Also zweimal krass hingehen und dann habe ich meine Feuermedaille fertig. Wie immer, eine Entwicklung mache ich für euch. Für Glua reicht es nicht ganz, aber wahrscheinlich dann beim nächsten Mal. Checkt das Nest auf jeden Fall ab, falls ihr Glumanda braucht oder Feuermedaille. Lohnt sich auf jeden Fall für beides. Ansonsten war es das wieder. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen, welches Nest wir abchecken sollen. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.